Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Mateng, also dem Anführer hier in Total War Three Kingdoms, immer noch Preview Let's Play, Folge Nummer 6. So, wir schauen mal, ob wir jetzt die Sache hier in den Griff bekommen. Ich habe immer noch keine Ahnung. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist immer noch die große Mauer, genau. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo unser, der Gongdu oder wie der da geheißen hat, wo der jetzt abgeblieben ist. Ich glaube, ja, Gongdu, tot ist er nicht. Tot ist er nicht. Er wird mir auch nicht angezeigt, das ist das Verrückte. Keine Ahnung, wo der ist. Versuch mal hier die gelben Turbane, will ich ja nicht verhandeln. Die will ich ja früher oder später eigentlich wieder angreifen. Währenddessen ich mit Jia Long habe ich ja, glaube ich, schon... Nicht Angriffspakt wäre mir jetzt eigentlich sehr recht, aber ich werde ihn mir nicht leisten können, befürchte ich beinahe. Der jetzigen Zeitpunkt wäre mir ein Nicht-Angriffspakt sehr recht. Ich kann ihm keine Nahrung bieten. Kann ich ihm irgendetwas anderes bieten? Diese mega krasse Rüstung des Todes und der Zerstörung. Minus 12 Wissen, ganz im Ernst. Die kannst du haben, Freund. Kannst du haben. Bringt es zum Laufen. Bist du das Wahnsinn? Ich kann dir doch keine Tausend und schlag mich tot geben. Ganz im Ernst, die sind doch manchmal echt drauf, diese Typen, ey. Ich hier mal Geld. 0,2. So. Hauptsache, ich habe an meiner südlichen Grenze nicht noch mehr Ärger als notwendig. Ist ja gar nicht die nördliche Grenze. Liu Yang. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt. Ups, ich habe den falschen Frieden geschlossen. Das war der falsche. Okay, dann versuche ich nochmal, was ich hier sonst noch so anbieten kann. Vielleicht freut der sich ja über sowas. Es scheint ein bisschen wenig zu sein. Oh. Okay, das ist aber ein bisschen arg viel. Also ganz im Ernst, da möchte ich aber auch noch mal ein bisschen Geld von dir haben. Ist zum Laufen. Ist doch lächerlich. Nein, ich gebe dir nicht dieses Teil. Das ist viel zu teuer. Mit diesem Typen da. Was ist mit dem hier? Auch viel zu teuer. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Bin gespannt, was dieses Pferd wert ist. Die sind alle viel zu wertvoll. Nee, dann lassen wir das mal. Das ist mir einfach, das ist mir nicht wert. Dann verkaufe ich ja lieber irgendwie. Wir könnten tatsächlich was verkaufen. Wir verkaufen was und dann... falsch geklickt. Und dann bauen wir endlich mal irgendetwas aus, um Geld zu verdienen. Wir müssen uns ganz langsam von der Scratch quasi wieder hochkrebsen. Der hat kein Geld. Er ist sehr reich. Okay, ich gebe ihm jetzt einfach mal wirklich ein Item, was er haben will. Handel. Dann habe ich zwei. Ja, cool. Gebe ich ihm mal alle. Bringen alle schon mal 6 Punkte. Okay, dann hole ich mir jetzt einfach mal eine Zahlung. Dann gehen wir mal hier auf 200. Okay, krass, das scheint ihn nicht allzu sehr zu belasten. Bleiben Kleister. Es muss möglich sein, noch mehr Geld zu machen. Es muss möglich sein. Ich will dir doch nur meinen Schrott andrehen, Mann. Hier zum Beispiel diese Tonaxt. Nimm sie. Da freust du dich doch bestimmt drüber. Komm, warte mal. Hallo, bitten. Müsste doch eigentlich machbar sein. Gehen wir es mal runter auf 40. Jawohl, 440.
Und er hat meinen Müll gekauft. Ausgezeichnet. So, jetzt haben wir immerhin über 600 nochmal dazu gewonnen. 1800. Jetzt bin ich ein Fan von dem Gedanken, hier mal ein bisschen Land zu entwickeln. Und Nahrung zu produzieren. Das könnte durchaus ein paar Dinge verändern. Und ich meine ja mal ausnahmsweise im Positiven. Den Tonhund nicht Angriffspakt. Ja. Können wir machen. Auf einmal hat er Geschmack an meinem Schrott gefunden. Die Armee reckt immer noch hoch. Und jetzt marschieren wir mal langsam aber sicher wieder hier rüber. Es wird eine Weile dauern, bis wir dort sind. Das ist echt der Knaller, ne? Wie lange das eigentlich gedauert hat, um überhaupt hinzukommen. Da muss ich dann später auch noch hin. Das ist alles. Nee. Dem habe ich auch Frieden geschlossen, ne? Er ist nur unfreundlich mir gegenüber, aber ich habe Frieden mit ihm. Und ich werde gehen. Ohne dass ich jetzt hier großartig meine Regeneration unterbreche. So, im Hof ist alles gut. Kann ich jetzt hier endlich Aufträge machen? Ich habe keine Charaktere übrig. Natürlich doof. Das ist doof. Gut, dann kann ich da jetzt auch gerade eben nicht viel machen. Ich kann auch nicht ständig irgendwelche Sachen verkaufen. So, hungrig bleiben. In eurem Reich gibt es einen unbezwingbaren Schwertkämpfer und ihr habt, das haben wir schon oft, also das habe ich schon oft gehabt. Wir bekommen jetzt halt hier das Ding hier Staatsgespräche. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kann man theoretisch verwenden. Ui. Eine außergewöhnliche Porzellanschale. Könnte man eigentlich auch mal irgendwann mal anbieten. Instinkt ermöglicht Formation ausschwärmen. Schalten den Auftrag bei Überschussmärkte. Mehr Handelseinfluss. Das bringen wir alles in Einkommen aus Industrie, wenn man die Komturei verwaltet. Wir haben schon ein paar gute von diesen Typen. Das dauert bloß eine Weile, bis wir sie verwenden können. So. Ich meine es. Warte mal, kann ich das bauen? Ich kann das bauen, wie geil. Nochmal 10% mehr. Und noch mehr Landwirtschaftsproduktion. Ja, komm, dann bauen wir das. Dann wird es hier vielleicht dann doch noch was mit dieser komischen Komturei. Wir haben hier Seidenstraße und Kupfermine. Kupfermine ist extrem stark. Ey. Das ist die, die wir erobert haben von ihm. Da, das Teil. Und was passiert, wenn ich die Steuerbefreiung rausnehme? Machen wir minus 7. Scheiß drauf. Ich mach das jetzt. Ich will Geld verdienen. Wir werden uns jetzt mit unserer Armee dann einfach reinstellen und dann ist das Problem hoffentlich. Nein, ich mache mit dir keinen Frieden. Es mag jetzt einfach total dickköpfig sein, aber nein, ich mache es mit dem Typen aus Prinzip. Kein Frieden. Ich möchte eigentlich auch ganz, ganz gerne wissen, wo der überhaupt spawnt. Ich meine, der hat ja keine Stadt mehr. Und ist keine, die mir bekannt wäre. Vernichtet, Gongdu. Gott sei Dank, diese Fraktion gibt es nicht mehr. Und so kämpft ein Krieger weniger auf dem Schlachtfeld der Geschichte. Oh, ja. Und die Herausforderung ist erfolgreich. Ich behaupte trotzdem, wir haben einen großen Löwenanteil daran getan. Mehr öffentliche Ordnung, mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Oh, Gott sei Dank. Vollendet. Wo ist denn das eigentlich am Ende gewesen? Ja, ist. Keine Ahnung, wo der jetzt am Ende war. Die Ma widersetzen sich dem Einfluss des Tyrannen. Dong Zhaos Vorhaben, den Hof von Korruption zu säubern, mag nobel gewesen sein, doch dieser Konflikt wird sicherlich noch lange fortlaufen. Er ist wahnsinnig geworden und dieser Krieg muss beendet werden. Zerstört die folgende Fraktion Dongmin. Ja, das ist mir klar. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob der Dong Zhao nicht eventuell früh gestorben ist. Das ist nur so eine Überlegung. So, öffentliche Ordnung.
kümmern wir uns dann, warte mal, wie sieht's aus? Ja, jetzt machen wir plus 5, das ist gut. Das hier müssen wir immer noch ausbauen. Was kann man sich denn da machen? Um das ausbauen zu können. Ah. Das ist ja nochmal eine weitere Reform dazwischen. Okay, hier können wir gerade eben nichts weiter ausbauen. Wir müssen ein bisschen sparen. Könnte aber auch mal da runter gucken, ne? Öffentliche Ordnung bleibt hier bei plus minus null. Boah, echt, in der großen Stadt sind nur 31.000 Leute drin. Das ist nicht viel. Was bietet denn das diplomatische Parkett jetzt hier noch an? Ja, er mag uns voll. Das ist gut. Oh, er würde sogar einen Nicht-Angriffspakt mit uns jetzt hier durchführen. Dann bitte ich ihn einfach mal um ein bisschen Geld. Ich meine, er hat schon ordentlich Kohle. Und ich kann es echt brauchen. Machen wir 580, oder? Ah, nee, nicht ganz. 560 hier. Das trifft's perfekt. Ein Nicht-Angriffspakt. Das tut gut, das tut gut. Jetzt habe ich schon hier drei Nicht-Angriffspakte. Jetzt muss ich nur diese gelben Turbane da unten zusammentreten. Dann habe ich immer noch genügend Fraktionen, mit denen ich Stress habe. Hier das Han-Kaiserreich und Dongmin hier auch an meiner Grenze. Eins nach dem anderen. So, das hier kann ich ausbauen. Ja, machen wir auch. Und dann kann ich demnächst auch mal, also wir bauen jetzt auch endlich wieder Reserven auf. Es ist echt hart gewesen, das hier zu erreichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch andere Wege gegeben hätte. Aber ich habe jetzt halt diesen Weg gewählt. Cao hat mit Dongmin einen Frieden unterzeichnet. Genauso wie Liu Dai. Das Laba-Fest. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist ein gutes Omen. Heute ist der Tag des Laba-Fests. Wie es die Tradition verlangt, versammelt ihr eure Offiziere und weist die Köche an, das traditionelle Laba-Kongi zuzubereiten. Das einfache Gericht wird gewöhnlich auf Reisen verzehrt, doch die Mischung aus Reis, Bohnen und getrockneten Früchten erwärmt die Gemüter. Reis, Bohnen und getrocknete Früchte. Könnte lecker sein, ganz im Ernst. Plus 10 öffentliche Ordnung. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Das ist richtig fett, also plus 50 öffentliche Ordnung. Ohne Witz, das ist mega gut. Das ist mega, mega gut. Oh, ist das gut, ist das gut. Wir lagern mal ganz kurz hier. Dann machen wir auch noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Die Leute müssen jetzt erstmal hier wieder regenerieren. Könnte natürlich auch in die Hinterhaltstellung gehen, aber es ist ja nicht abzusehen, dass da einer kommt. Und da noch bekommen. Unterstützung erhalten. Einen Landgestalter. Mhm. Neue Hauptstadt wurde gegründet. Und ja, Long. Ja, das hatten wir alles schon. Dem habe ich noch gar keine Unterstützung eigentlich gewährt. Der hat hauptsächlich List. Er muss irgendwas mit List bekommen. Überschussmarkt. Ich gebe ihm das jetzt halt einfach mal wegen der List, damit er noch ein bisschen mehr Bonus auf die Munition macht. Autorität und Zufriedenheit. Seine Zufriedenheit ist bei 68. Das erhöht noch den Nachschub. Kann man auch machen. Wird auch nichts dergleichen. Ein militärischer Experte. Hä, habe ich den nicht mit ihm auch möglich? Okay, habe ich anscheinend nicht. Instinktautorität scheint in militärische Anforderungen frei. Ermöglicht Formation Schildkröte. Was?
eigene Armee. Okay, das ist interessant. Das ist echt interessant. Also das möchte ich gesehen haben. Schildkrötenformation, Zufriedenheit und Nachschub gebe ich ihr. Nein, will ich nicht. Falsch verklickt. Zufriedenheit und Autorität. Sie könnte Autorität durchaus brauchen. Zufriedenheit und Reserven. Verwaltete Kontoreien. Nee, das muss ich jemand anders geben. So. Jetzt sind die Leute mal ein bisschen durchgebufft. Warte mal, was heißt denn das eigentlich? Außergewöhnlich. Es gibt da noch einzigartig. Also es gibt noch ein Level drüber. Als das hier. Hab noch nie so ein krasses Item gehabt. Und was auch interessant ist, ist nicht die klassischen MMO-Farben, so wie grün, blau, lila und so, ne? Grün ist es zwar auch noch mit dabei gewesen, aber danach hört es schon auf. Folgt einem eigenen Farbcode. Ganz im Ernst, ich will eigentlich gar nicht, dass du... Also, ich sehe das gar nicht, ehrlich gesagt, ein. Warum soll ich das tun? Du willst doch aus meinem Land raus. Ich will doch von deinem Land gar nichts wissen da oben. Lustiger Kobold, der Typ. Kostet mich das? 1850 und ich muss erstmal was skillen. So, aber skillen können wir jetzt schon. Dann... Moment. Das... Nee, das brauche ich nicht. Ich auch nicht. Und das nochmal. Wo war denn das nochmal, dass ich das höher bauen kann? Das hier. Die Kupfermine, die möchte ich eigentlich noch weiter ausbauen. Wo ist das Teil, wo ich... Da muss ich hoch und dafür muss ich aber erstmal noch... Was ist das für ein Gebäude? Offene Eisenadern muss ich erstmal haben. Ach. Also um die Kupfermine weiter auszubauen, muss ich erstmal Eisenadern haben. Alles klar. Auf jeden Fall. Wo geht das hier hin? Da war das, genau. Das heißt, ich muss jetzt das hier machen. Rekrutierungskosten und Zufriedenheit für alle Vorreiter machen. Dann geht das beim nächsten Mal. Ja, man muss ja mal ein bisschen vorausplanen, wo man dann später Dinge bauen kann. Oder wie man später Dinge bauen will. Ich frage mich gerade eben, ob ich das hier noch weiter verbessern kann. Da wären da gleich sehr viel mehr Kämpfer drin. Fände ich echt gut. Wie viel Geld fehlt mir dafür? Ja, ungefähr 300. Kriege ich irgendwo diese 300 durch Diplomatie zusammen? Er hat doch genügend Geld. Warte mal, kann ich mit irgendjemand von denen handeln? Ja, das geht halt nicht. Geht auch nicht. Das war's eigentlich auch schon. Ich handle jetzt mal erstmal die Nahrung. Nahrung anbieten. Ich biete mal eine Nahrung an. Zahlung leisten. Erbitten. Gucken wir mal, wie viel der bereit ist zu geben. So, einiges. Könnte sogar schon fast sein. Ja, wir haben genügend Geld zusammen. Wir bieten ihm jetzt eine Nahrung an. Und das heißt, ich kann jetzt ja Dinge ausbauen. Ich kann jetzt entweder das hier ausbauen oder ich kann das hier ausbauen. Was wir uns noch mehr Nahrung bieten würde. Wir würden also 20 mehr Geld machen und mehr Bevölkerungswachstum haben oder... Ich will das hier haben. Deutlich besser verteidigtes Kleinstädtchen. Dinge, die ich gut finde. Jai, jai, ho. Und dann werden wir da runtergehen. Der Typ! Das ist der Moment, wo ich immer wieder mal gerne kotzen möchte, wisst ihr? Ich habe gerade eben Geld da reingebuttert.
Nur um zu sehen, was jetzt da passiert. Kampfpartner. Die Beziehungen zwischen Huan Lanli und Ma Teng vertiefen sich. Ja, bevor das Geld jetzt wieder weg ist, breche ich es ab. Dann breche ich es ab und baue lieber diese Stadt hier aus. Jetzt auch verdient. Schade, ich hätte sie sehr, sehr gerne ausgebaut, aber so schnell geht das dann halt nicht. Gut, die sollte sich jetzt darüber im Klaren sein, dass wenn sie jetzt angreift, dann hat sie verschissen. Wir müssen uns also tendenziell dann doch eher erstmal um das Problem hier kümmern. Denken wir mal angestrengt darüber nach. Irgendwie. Muss ja möglich sein, sie anzulocken. Hinterhaltserfolgschance 75%. Hinterhaltserfolgschance 100%. Da ist immer noch 100%. Okay, komm. Wir gehen dahin und machen den Hinterhalt. Ich glaube, 25% reichen. Falls sie jetzt nochmal kommt, sieht's doof für sie aus. So, wir haben bisher immer noch Sammeln Vorräte. Pfad des Ruhmes, immer noch eine Runde lang. Ich mache gerade plus 15 öffentliche. Das heißt aber, dass wir gleich nächste Runde weniger machen werden. Negative Faktoren, mächtige Personen. Mein Tonschwein erhalten. Verdienstvolles Volk. Chinas Größe wird nur übertroffen von den vielen Individuen, bla 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 bla. Von Weisheit und Macht, die es durchziehen. Die folgenden namenhaften Persönlichkeiten sind derzeit in unserem Land zu Besuch. Wir sollten nicht zögern, ihr Vielversprechen für uns zu gewinnen. Wer ist das? Okay, irgend so ein Vorreiter halt. Irgend so ein Vorreiter. Ich weiß nicht, was ich von ihm zu halten habe. Er ist halt da. Okay, sie kommt leider nicht, so wie es aussieht. Zumindest nicht sofort. Aber das Schöne ist, wir sammeln ausnahmsweise mal wieder ein bisschen Geld an. Und unsere Männer regenerieren ebenfalls, was auch schön ist. Was ist denn das jetzt hier? Erhaltene Eigenschaft. Sie ist vertrauensvoll geworden. Minus 10 Geheimnetzwerkkosten für feindliche Spione. Man könnte auch also sagen, sie ist naiv geworden. Das ist doch das, was das Spiel mir sagen will, ne? Ich arbeite mich jetzt hier so an Han Zhong heran. Wenn sie ja wie gesagt vorbei will, dann werde ich sie abfangen. Nee, Han-Kaiserreich tut nichts. Was? Das ist ja lächerlich. Nein, das machen wir nicht. Ein Waldspaziergang. Dieser General scheint die Folgen seines Handels nicht zu begreifen. Er ging alleine in Wälder. Was? Er ging alleine in den Wäldern des feindlichen Gebiets auf die Jagd und verirrte sich dabei. Die feindlichen Soldaten hörten seine Hilferufe und nur die gerissensten. Die Gerissenheit des Generals und seiner Truppen rettete ihn vor einem schnellen, manche würden behaupten, verdienten Tod. Unser Anführer. Ohne Witz. Und deswegen kommt das Spiel jetzt zu mir her. Wisst ihr, das ist mein eigenes Land ja immer noch. Und jetzt kommt das Spiel zu mir her und sagt quasi, ich hätte die Schwierigkeit nicht drauf. Ja, nee, ist klar. Auf jeden Fall. Thronkrieger erhalten. Dienstvolles Volk.
Also wir können uns jetzt tatsächlich mal wieder einen Charakter leisten. Ich gehe mal auf den Hof. Guck mal an, was ich brauchen könnte. Ja, ein Vorreiter. Was kann denn der Charakter? Hm. Würde halt schon gerne wissen, was sie so grob für Fähigkeiten haben, ne? Ja. Anfangsrang für Rekruten plus 1. Flossenheit und List. Weniger Nahrungsproduktion, wenn er die Komturei verwaltet. Dafür mehr Einkommen aus der Landwirtschaft, erhöht die öffentliche Ordnung. Bei ihr? Ausweichen im Kampf. Zufriedenheit lokaler Bezirk. Bittät. Das ist schon Level 4, wisst ihr, sie kann halt schon. Also für den Preis, ehrlich gesagt, ist die Frau fantastisch. Rekrutiere sie. So, für den Preis ist die fantastisch. Kann ich sie jetzt hier dieser Komturei zuordnen? Oh, die hat einiges drauf. Mehr Einkommen, das ist sehr gut. Mehr Reserven, mehr Militärvorräte. Mehr Zufriedenheit, Fraktion. Nee, ich mach das da. Mehr Einkommen aus Handel aus Seide, weil Seide mache ich ja hier auch. So, sie ist jetzt zugewiesen. Guck ich sie mir mal an, was sie so kann. Warum kann ich jetzt sie nicht... Achso, das muss ich hier machen. Sie hat also diese Skills hier. Inspirierender Schub. Mhm. Plus 15 Reserven. Mhm. Interessant, Urteilsvermögen. Sie hat also hier so einen permanenten Buff, der ist die eigenen Abklingzeiten verringert werden und man könnte im Gegenzug dann dafür sorgen, dass der Gegner hier seine Abklingzeiten quasi erhöht. Das ist witzig in der Kombination. Gerade in Duellen kann das eventuell sogar den Sieg bedeuten. So, wie weit muss ich jetzt da laufen? 70%, 70%. Mal gucken. 31. Da wären wir immer noch in unserem eigenen Gebiet. Okay, da kommt demnächst eine ganze Armee auf uns zu. Also wenn die kommen wollen, wir sind bereit. Wir haben halt dann den Hinterhalt vorbereitet. Der geht. Militärischer Zugang und er gibt mir Geld. Das ist okay. Das können wir machen, Jialong. Die Leute werden langsam aber sicher freundlich und vernünftig, nachdem sie merken, dass bei uns jetzt hier nicht mehr nur noch das Chaos regiert. Dong Min hat mit Yuan Shan ein Friedensabkommen unterzeichnet. Das ist nicht so gut für uns. Und endlich ist dieses Gebäude hier ausgebaut. So, wir verstärken jetzt. Also eigentlich würde ich am liebsten das Gebäude jetzt hier noch verstärken. Oder wir sparen und gehen dann gleich auf die nächst höhere Stufe. Wobei das ja halt hier wirklich angreifbar ist. Und deswegen werden halt so zwei Armbrustschützen und zwei Schwerter oder drei Schwerter und vier Armbrustschützen. Ich weiß, was ich will. Ja, weiß ich doch, was ich will. Also ich könnte das jetzt hier angreifen, Leute. Ja, hockt da rum. Der Schlawiner. Der ist in Reichweite, damit er mit in den Kampf gezogen werden würde. Plündernde Streitkräfte. Ah. Oh, das ist interessant. Gefechtseinleitung. Warte mal. Kampagnenbewegung Standardreichweite. Kampagnenbewegung deaktiviert. Rekrutierung und Nachschub aktiviert. Nötige Bewegungsreichweite der Kampagne minus 50%. Plus 2 Nahrungsproduktion sammeln. Ich kann jetzt, also ich plündere jetzt quasi ihm Nahrung weg. Aber doof für ihn, ne? Und ein bisschen doof. So, wir können forschen. Jetzt machen wir das, was wir machen wollten. Das uns dann hier genau das da hinten ermöglicht. Zack. Lustig ist, ich könnte
mega krass. Ne? Das würde dann von dem hier hochgehen. Unterhalt und, also das gesamte Spiel baut halt volle Kanne auf dieses Gebäude auf. Irgendwann mal muss ich ihm auch mal, ich muss mal gucken, was denn so ein Gebiet kostet. Ich habe noch nie geguckt, was so ein Gebiet kostet. Was ist, wenn ich ihm hier ein Gebiet abkaufen will? Gebietshandel. Kann ich das von ihm nehmen? Der Seidenhändler, ne? Bestätigen. 18,8. 18,8 wäre das. Kann ich ihm das irgendwie süßer machen? Ne, das macht's ihm nicht süßer. Unterstützung handeln. Mal gucken, was wir ihm so anbieten können. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Lasst uns mal gucken. Wir haben so viele nutzlose Typen hier. Maximal 4 anbieten. Ich biete mal alle 4 an. Oh, wir kriegen das hin. Wir kriegen das im Laufen. Uiuiuiui, da fehlt nur noch ein bisschen Geld. Fehlt nur noch ein bisschen Geld. Zahlung leisten. Aha, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Er gibt mir das Gebiet. Schön, Scha. Ausgezeichnet. Jetzt gehört mir hier schon mal dieser sehr, sehr gut ausgebaute Seidenhändler. Ich glaube, wir haben ein gutes Geschäft gemacht in diesem Augenblick, Leute. Und ich würde aber mal sagen, mit diesem Genugtuungsgefühl beenden wir mal die Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Weise doch mal darauf hin, da achtet ein bisschen auf den Kanal, genau genug auf den Community-Bereich. Da werde ich einen Poll raushauen. Eventuell ist er jetzt sogar schon draußen. Und da dürft ihr dann quasi abstimmen, was wir für ein Let's Play nach dem Release fortführen werden. Ich bin gespannt auf eure Entscheidung. Bedanke mich für ja, eure Beteiligung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für jegliche Form der Unterstützung, sei es ja Liken des Videos, weiterempfehlen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst. Und natürlich auch ein Dankeschön an meine Patreons, die mich immer ganz, ganz tatkräftig unterstützen. Und bei denen sind wir immer ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und der Devil VHD, meine beiden Ehrendoktoren und Ehrendoktoren und Gefährten. Genau, so rum war das. Macht's gut. Tschüss und Ade.